Hallo, fröhliche Weihnachten. Es ist noch nicht mal Weihnachten, es ist Heiligabend. Nun, es ergibt sich passenderweise, dass dieses Jahr mein Kanal 5 Jahre alt geworden ist und das deswegen... Das doch überhaupt nicht. Der wurde doch schon 2014 gegründet. Sag mal, machst du hier die Moderation oder ich? Nun, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass vor 5 Jahren mein erstes Video hochgeladen worden ist und damit... Das wurde am 27.07.2015 hochgeladen. Das ist also auch echt. Jetzt reicht's. Die Moderation übernehme ich. Warte. Oh. Ich glaube, er macht doch die Moderation. Ja, ja, ja. Hallo und herzlich willkommen zu diesem doppelten Special der besonderen Art. Heute gibt es gleich 2 besondere Anlässe, wegen denen wir uns hier zusammengefunden haben. Zum einen wären das die Geburt vom Weihnachtsmann und zum anderen das 5-jährige Bestehen dieses Kanals, auch wenn das aufgrund der Inkompetenz von einigen Personen weiter zurückliegt. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, noch einmal auf die Geschichte zurückzublicken und uns die besten Ausschnitte aus den Filmen anzusehen. Dabei starten wir chronologisch am Anfang. Bis zum ersten Upload waren alle Filme bis Staffel 3 schon vorproduziert. Allerdings wurden aufgrund von audiovisuellen Gründen die ersten 6 Folgen nochmal überarbeitet. Hier ein kleines Beispiel von Folge 1, die komplett neu gedreht wurde. Dass wir da nicht drauf. Sie sehen, die Geschichte reicht sogar noch viel weiter zurück, aber das sind Kapitel, die wir uns heute nicht anschauen wollen. Damit das alles aber nicht zu lange dauert, haben wir uns dazu entschieden, den teilweise wichtigen Kontext aus den Ausschnitten wegzuschneiden. Das macht das Ganze auch noch witziger. Film ab! Hi, Bob. Du hattest doch eine Kupferphobie. Eben nicht. Ich habe euch alle getäuscht. Euch und das Publikum. War da irgendwas? Nein. Oh, gut. Die Kampfgruselinnenkontrollen rausbekommen wieder des tödlichen Schreckens mit Verflug gefährlichem Auge heraufbeschworen auf den Listen des Pilzhauses. Wir müssen etwas tun. Er baut eine Diktatur auf. Und die widersetzt sich Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Du bist der Erste. Ich kümmere mich um die anderen. Wen habe ich denn jetzt getroffen? Warte mal, wieso sind wir so weit oben? Das ist ja so eine Logik wie in einem John Landis-Film. Was war das denn? Egal. Na, das war doch ganz witzig. Ab Staffel 4 begannen dann grundlegende Änderungen in der Staffelstruktur. Folgenübergreifende Handlungen wurden eingebaut und es wurde mehr auf Realaufnahmen gesetzt. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass der Schöpfer und einziges Crewmitglied der Filme seine Zahnspange losgeworden ist und sich damit mehr vor die Kamera getraut hat. Na, also das kann ich so nicht bestätigen.
Ich meine, ich habe mich ja auch vorher schon eingebaut. Was soll das denn werden? Ich bin doch der Moderator. Und außerdem hast du doch deine vorherigen Auftritte durch neuere Aufnahmen ersetzt, oder? Das ist eine bodenlose Unterstellung. Außerdem, wenn ich schon nicht moderieren darf, dann mache ich wenigstens den Sidekick, der unlustige Witze einwirft. Soll ich vielleicht noch einen Vergleichsclip von deiner Zahnspange einblenden? Nein. Du kannst ruhig weitermachen. Also dann, machen wir weiter mit Ausschnitten aus Staffel 4 bis 6. Anstatt zu lachen, würde ich mal hinter dich gucken. Als ob ich da drauf reinfalle. Ich bin Stephen Hawking und ich kam, um dich zu retten. Ha ha ha. Ah, ein Schuss in den Ofen. Das Higgs-Boson endlich. Moment, müssen wir jetzt nicht verschwinden, wo wir die Zeit verändert haben? Oh. Kennst du diesen Robotyp? Der? Das ist unser neuer Stammgast da im Hinterzimmer. Nicht wahr, Steven? Du hast ihn doch gesehen. McGallion, Regellen, der Physik muss der as well stimmen. Oh Mann. Beide Tage sind geteilt. Amüsant. Aber was zur Hölle ist denn bei der letzten Folge von Staffel 4 passiert? Naja, also die ist irgendwie ein bisschen lang geworden und dann beim Kürzen sind halt alle guten Szenen rausgefallen. Ja, Staffel 4 wäre auch die Staffel, die ich am ehesten neu machen würde. Ja, interessiert doch keinen. Machen wir weiter mit den nächsten Staffeln. Der Trend zum Realfilm lässt sich wieder beobachten. Von den 12 Filmen aus Staffel 7 bis 9 enthalten nur 3 animierte Lego-Figuren. Wie kam es eigentlich dazu? Naja, also ich bin irgendwann halt einfach zu faul geworden, um aufwendige Lego-Filme zu animieren. Ah ja, verständlich. Jedenfalls viel Spaß mit den Clips aus Staffel 7 bis 9! Moment mal kurz, ich glaube, da war was. Ja, da war was. Musst du mich schon erschrecken. Moment mal kurz. Au. Hahaha. Aaron wachte auf. Haha. Aber das ist... Das ist doch... Nimm gefälligst diese Maske ab. Wir wollen wissen, mit wem wir reden. Ja, ist ja schon gut. Besser. Oh nein, der Roboter. Die Kontaktaufnahme gestaltet sich zunächst schwierig. Der junge LoL-Spieler flüchtet und versteckt sich zunächst scheu in den Büschen. Der Drehbuchautor hat sich allerdings einen Trick ausgedacht, um ihn anzulocken. Hier ist ein AD-Carry mit nur 5 HP. Meinst du, wir finden richtige Aliens? Natürlich, da stehen sogar welche. Was macht er jetzt?
Im Grunde sind es doch nur recht scheue Wesen, die einfach nur ein bisschen Zuneigung. Hat er mich etwa scheu genannt? Ihr habt nichts gesehen. Ui, spannend! Man merkt, Staffel 8 und 9 führten auf ein ganz großes Ereignis hin. Allerdings, eine Idee hat sich in meinen Kopf eingepflanzt und dann mich unter Gewaltandrohungen dazu gebracht, dieses Ereignis als Spielfilm zu produzieren. Aha, wieso genau als Spielfilm? Naja, ich hatte die Wahl, eine Staffel mit etwa 10 Folgen zu machen oder einen gesamten Spielfilm. Und einen Spielfilm hatte ich halt noch nicht gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ey komm, machst du mal einen Spielfilm. Was soll da schon passieren? So schwer kann das ja nicht sein. Tja, 2 Jahre später habe ich mir gedacht, was habe ich mir denn dabei gedacht? Na, schön. Wo wir doch gerade von dem Spielfilm reden, zeigen wir doch ein paar Clips aus diesem Film ab. Der große, fette, rote Lego-Stein von Lego. Wunderbar! Und damit haben wir alle Filme deiner Serie abgearbeitet. Das war aber noch nicht alles. Bitte? Wie meinst du das? Naja, ich habe ja auch abseits von meiner Serie ein paar Filme produziert, die ja auch einige schöne Clips enthalten. Oho! Na, da bin ich ja mal gespannt! Entschuldigen Sie bitte, sagt eine teuer eingekleidete Frau mit Dauerwelle, die am Nebentisch sitzt. Könnten Sie sich bitte ein wenig leiser unterhalten? Sie stören die anderen Gäste. Ah ja? Fragt das Känguru. Immerhin trage ich keinen Pelzmantel. Also, jedenfalls keinen Fremden. Also keine toten Tiere. Ha! Niemand erwartet den Tod. Schön, dass du das einsiehst. Es ist übrigens Zeit für Essen. Ich bin ein Vogel, zwitschert der Psychiater. Ein lieblicher kleiner Vogel. Chilp, 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 chilp. Das ist ja fantastisch. Das war schön. Aber jetzt sollten wir fertig sein. Nicht so schnell. Wie? Du hast noch mehr Filme? Nee, war nur ein Witz. Na gut. Wenn euch, liebe Zuschauer, diese Clipshow gefallen hat, dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Filme verpasst. Genau.
Und wenn ihr mir auf Twitter folgt, kriegt ihr sogar exklusive Einblicke hinter die Kulissen von den neuen Filmproduktionen. Unmöglich. Ja, aber was denn? Was habe ich denn gemacht? War das gerade Eigenwerbung? Also wirklich. Unmöglich. Ja, was denn? Ich dachte, darum ging's gerade. Hätte ich das nicht sagen dürfen, oder was? Oh Mann. Naja, fröhliche Weihnachten und guten Rutsch. Und abonniert mich!